Über 1200 Kommentare hat mein Video zur sozialen Batterie gesammelt. Das sind mehr Kommentare, als manch anderes Video von Wanderlust Introvert Aufrufe hat. Da lässt sich vermuten, dass das ein wichtiges Thema für euch ist. Daher gibt es hier mal konkrete Tipps dazu, was du machen kannst, wenn du das Gefühl hast, deine soziale Batterie wäre leer oder sogar dauerhaft im roten Bereich. Ergänzungen sind natürlich, wie immer, sehr erwünscht. Nummer 1. Ein Spaziergang in der Natur. Kann es so einfach sein? Ja, manchmal kann es das. Der wohl einfachste Weg, um schnell wieder etwas Leben in die soziale Batterie zu hauchen, ist ein Spaziergang in der Natur. Denn was genau erschöpft unsere soziale Energie im Regelfall? Viele Menschen, laute Umgebungen und Stress. Drei Dinge, die dir idealerweise auf einer Wiese, im Wald oder sonst wo in der Natur wenig begegnen. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Natur uns heilen kann. Das meine ich nicht mal auf mystischer, spiritueller Ebene oder mit leeren Versprechungen. Forscher haben sich das ganz genau angeschaut. Deshalb plane ich auch gerade ein Video zu dem Thema, so halte ich mich hier mal kurz. Baue Spaziergänge, speziell in der Natur, in deinen Alltag ein. Sind 10 Minuten genug, um 10 Stunden Stress wegzumachen? Nein, aber 10 Minuten sind besser als 0 Minuten. Ist ein Spaziergang in der Stadt so effektiv wie einer im Wald? Nein, aber du bekommst trotzdem eine gesunde Form der Bewegung. Ich bin an ca. 360 von 365 Tagen im Jahr mindestens eine Stunde am Tag spazieren und es wirkt wahre Wunder für den Körper und den Geist. Nummer 2. Stille und Musik. Wo wir gerade beim Thema wahre Wunder sind. Stille ist ein ziemlicher Luxus geworden. Wer in der Stadt lebt, der weiß gar nicht, wie Stille klingt. Das ist tragisch und ungesund. Also musst du hin und wieder wirklich Ruhe spüren. Das geht zum einen, indem du Städte und Straßen und Menschen hinter dir lässt. Nur leider ist das für viele Menschen schlecht umsetzbar im Alltag. Also kannst du alternativ auch einfach mal eine Tür in deiner Wohnung schließen und Elektronikgeräte weglassen. Dich in ein Buch vertiefen, meditieren, einfach an die Decke starren. Das hilft, wenn dir alles zu viel wird. Mein Mittel der Wahl sind Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich verlinke euch mal das Modell, das ich benutze und das mir treue Dienste leistet. Ohne die könnte ich kaum noch arbeiten und sie helfen eben auch, wenn man dringend mal runterkommen muss. Es kann auch helfen, die eigentliche Funktion von Kopfhörern zu nutzen. Musik hören. Nicht nur Stille kann dir helfen, wenn du sozial erschöpft bist, sondern auch Musik. Natürlich gebe ich keine Empfehlungen, was die Musikrichtung angeht, das würde nur Streit auslösen. Man stelle sich vor, ich würde mich für oder gegen Taylor Swift aussprechen. Die Mistgabeln wären wohl besonders spitz. Also, finde raus, was deine soziale Batterie besonders strapaziert und versuche in den Ausgleichsphasen dann möglichst weit von diesem Zustand wegzukommen. Nummer 3. Die richtigen Menschen treffen. Die richtigen Menschen können deine soziale Batterie sogar aufladen. Je nach Level an Introvertiertheit. Je introvertierter jemand ist, umso weniger gilt diese Regel. Als introvertierter Mensch ist man leider damit gestraft, selbst von den allerliebsten Lieblingsmenschen Auszeiten zu brauchen. Das ist keine moralische Bewertung anderer Personen oder eine Einschätzung der Persönlichkeit. Ohne Zeit für uns geht es uns einfach nicht gut. Allerdings strapazieren Menschen trotzdem auf unterschiedliche Art unsere soziale Energie. Menschen, die wir mögen, können wir länger treffen als Menschen, die wir nicht mögen. Laute Menschen stressen mehr als ruhige. Und manche Auserwählte helfen uns beim Aufladen der sozialen Batterie. Das heißt dann nicht, dass wir plötzlich nicht mehr introvertiert wären. Aber an einem Tag mal für eine halbe Stunde mit jemandem einen Kaffee zu trinken, der uns gut tut, kann einen ähnlichen Effekt haben wie Zeit allein. Leider sind diese Menschen selten. Aber es gibt sie und wer sie kennt, sollte sie öfter mal treffen. Ganz besonders würde ich empfehlen, Zeit umzuwälzen. Von denen, die dich richtig erschöpfen, zu denen, die dir sehr gut tun. Nummer 4. Schlaf und körperliche Gesundheit. Schlaf und körperliche Gesundheit sind ein unterschätzter Faktor, wenn es um Hochsensibilität und Introvertiertheit geht. Du kannst dir das perfekte Sozialleben bauen und ein Netz aus den tollsten, geilsten, schönsten, interessantesten Menschen zur Verfügung haben und trotzdem völlig durch sein. Ich hasse es immer, solche Punkte mit auf eine Liste zu packen. Denn selbstverständlich, es ist doch total offensichtlich, dass man lieber gut schlafen, sich gesund ernähren und bewegen sollte. Ja, aber wie viele machen das dann wirklich zur Priorität?
gerade die Introvertierten, die viel Menschenkontakt haben müssen, durch eine große Familie oder einen Job mit vielen Menschen, brauchen dringend genug Schlaf und Leistungsfähigkeit. Und ja, mehr als die extrovertierten Kollegen und Freunde. Das muss man sich aber erst einmal eingestehen. Wer die soziale Batterie aufladen möchte, wird es auf Dauer nicht schaffen, wenn nicht genug Stunden Schlaf zusammenkommen. Zur Not muss eben auch ein Mittagsschläfchen herhalten. Ist für mich persönlich keine Option, da ich in 4 von 5 Fällen gar nicht erst einschlafe und ich bei dem Mal, dass es klappt, anschließend nicht sicher bin, auf welchem Planeten ich mich befinde. Aber für die Auserwählten unter euch, die Mittagsschlaf können und mögen, gönnt euch das. Es wird euren Umgang mit Menschen beeinflussen. Nummer 5. Die richtigen Hobbys finden. Wandern, Motorradfahren, Musik machen, Zocken, Gartenarbeit. Die Liste der Aufladehobbys ist lang. Woher ich das weiß? Weil ihr massenhaft eure Tipps unter meinem ersten Video zum Thema soziale Batterie geteilt habt. Fast alle Tipps sind dabei, logischerweise, für Einzelgänger gedacht. Eine leere soziale Batterie kann bedeuten, dass du die Vorhänge zuziehst und dich verkriechst. Das ist erlaubt, aber es ist eben nicht die einzige Option. Es gibt viele aktive Hobbys, die genauso gut helfen. Wenn dein Alltag aber schon Stress bedeutet, würde ich einfach mal empfehlen, als Hobby wirklich was zu wählen, was dich zur Ruhe kommen lässt. Achtung, es gibt Ausnahmen. Wer beispielsweise einen entspannten oder relativ isolierten Arbeitsalltag hat, der kann von sozialen, aufregenden Hobbys wiederum profitieren. Nummer 6. Schuldgefühle und Scham ablegen. Das ist der wichtigste Punkt auf dieser Liste. Schäme dich nicht. Warum ist das Nummer 6, obwohl es eigentlich Nummer 1 sein sollte? Ich hoffe einfach mal, dass du, wenn du bis hierher gekommen bist, jetzt schon das Gefühl hast, nicht allein mit deinen Problemen zu sein. Die Chancen stehen ziemlich gut, dass du Freunden, einem Partner oder Familienmitgliedern empfehlen würdest, ihre soziale Batterie zu schützen. Vielleicht würdest du nicht den Begriff soziale Batterie verwenden, sondern das eher so ausdrücken. Gönn dir mal eine Auszeit, du brauchst das. Es ist okay, Grenzen zu setzen. Wenn dir Zeit allein gut tut, dann solltest du sie auch genießen. Mit dieser Einstellung musst du dir auch selbst begegnen. Wer noch nicht gelernt hat, Rücksicht auf sich selbst zu nehmen, der schwimmt permanent gegen den Strom. Ich kenne das. Man wartet irgendwie darauf, dass der Tag kommt, an dem man endlich normal wird. Nur noch ein bisschen anstrengen, dann bin ich wie die Extrovertierten. Nur noch etwas reinhängen, dann ist die Tiefphase überstanden. Nur noch mehr wollen, dann werde ich auch bald mehr können. So läuft das nicht. Introvertiertheit verschwindet nicht. Wir müssen lernen, mit ihr zu leben. Je früher wir das erkennen, umso eher können wir an all den kleinen und großen Stellschrauben drehen, die uns das Leben leichter machen. Im Partnervideo zu diesem Thema spreche ich Frustration an. Sie ist ein ständiger Begleiter, wenn wir mehr wollen, aber nicht mehr können. Die Welt lebt uns vor, dass es besser ist, extrovertiert zu sein, und wir eifern diesem Ideal nach. Wir spüren Scham und Schuld und Ärger. Vergeblich. Egal, wie viel Druck du dir machst, du wirst nicht verhindern können, dass Menschen dich nach und nach erschöpfen. Nicht nur das, es lassen sich gute Argumente dafür finden, dass du noch schneller erschöpft bist, wenn du dir mehr Druck machst. Nummer 7. Der totale Umbruch. Das ist keine Empfehlung. Also so gar nicht. Ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich dir sage, dass du spazieren, Musik hören oder gut schlafen sollst. Aber wenn es darum geht, dein Leben komplett auf den Kopf zu stellen, möchte ich lieber vorsichtig sein. Anders als so mancher Online-Motivationsguru mache ich weder dir noch mir vor, dir eine magische Pille zu verabreichen, die all deine Probleme löst. Allerdings ist der totale Umbruch auf so einer Liste wichtig. Denn manchmal erkennen wir, dass wir unsere soziale Batterie über Jahre durch den roten Bereich geprügelt haben und dafür nur Schmerz, Erschöpfung und Selbstzweifel erhalten haben. Dann kann es sein, dass ein kompletter Umbruch nötig wird. Freundschaften oder romantische Beziehungen werden beendet, wenn die andere Person nicht verstehen will, dass man anders tickt. Ein Job wird gekündigt, weil er 8 Stunden höchste Sozialbereitschaft verlangt. Die eigentlich schöne Wohnung wird gewechselt, um endlich von den lauten Nachbarn wegzukommen. Introvertiertheit und Extravertiertheit verstehen wir als Spektrum. Wer sich eher mittig orientiert,
der wird mit kleinen Tipps wie stillen Hobbys oder mehr Nachsicht mit sich selbst schon ganz viel erreichen können. Aber diejenigen von uns, die Extravertiertheit nur durch das Hubble-Teleskop erkennen können, brauchen meist einen drastisch anderen Lebensstil als der Rest der Bevölkerung. Was im ersten Moment wehtut und schwer zu akzeptieren ist. Man fühlt sich komisch, nicht normal, manchmal sogar krank. Aber im zweiten Moment, wenn man dann Umstellungen im Leben vornimmt, die zur persönlichen sozialen Batterie passen, wird auch ganz viel Kraft und Zufriedenheit freigesetzt. Wer sich in den Kommentarsektionen meiner Videos mal umschaut, findet einige solche Erfahrungsberichte von Menschen, deren Leben mit 50 keinerlei Ähnlichkeit mehr zu dem Leben mit 30 Jahren hat, weil sie einen harten Umbruch durchgemacht haben. Dieses Video ist die Fortsetzung von Video 1, das du hier siehst. Da gibt es Tipps dazu, wie du eine leere soziale Batterie überhaupt erkennen kannst. Vielen Dank wie immer an meine treuen Unterstützer auf Patreon, die dieses Video auch als reine Audioversion ohne Musik und Bilder zur Verfügung gestellt bekommen.